zu der Frage der Verschiebung globaler Gleichgewichte im Welthandel. Wir stellen fest, dass eine dramatische Veränderung stattfindet. Der Schwerpunkt wirtschaftlicher Aktivitäten verlagert sich von den früheren westlichen Ökonomien hin zu neuen Akteuren. Asien mit China als einem der wichtigen dynamischen Länder bestimmt zunehmend das Schicksal der Weltwirtschaft. Und an diese Veränderung müssen sich auch die älteren Industrie- und Wirtschaftsstaaten anpassen. Und ein Teil unserer bisherigen Überlegungen über die Spielregeln der Weltwirtschaft wird sich natürlich anpassen müssen an diesen neuen Systemwettbewerb, auch mit Ländern wie China, die auf der Basis eines ganz anderen politischen Systems in internationale Konkurrenz mit entwickelten Volkswirtschaften treten.